Ich hätte ja nie gedacht, dass ich nochmal auf so eine lange Reise gehe. Aber wer konnte das denn ahnen? Oh, ich habe eine neue Nachricht. Die Lampe leuchtet. Angucken wir mal nach. Hallo, Computer. Wie? Error 404. Machen wir nochmal. Absender, ein alter Freund. Lars, er hat es gefunden. Code 42. Du musst sofort los, die dürfen ihn nicht bekommen. Ich melde mich wieder. Okay, dann müssen wir los. Wir packen unsere Sachen ein. Hier schön unsere ganzen Werkzeuge. Nehmen ein bisschen zum Anziehen mit. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen was zu essen, glaube ich. Und das finden wir hier, glaube ich. Genau, ein paar Äpfel, Brot, ein Süppchen. Ein richtig schönes kleines Care-Paket. Hier haben wir noch Pfeile für unseren Bogen. Die Truhe nehme ich auch noch mit. Wir brauchen ein bisschen Stauraum. Dann machen wir die alte Betsy mal wieder startklar. Oh, meine alte Betsy. Wie lange bin ich nicht mehr geflogen? Aber ich habe nicht mal mehr eine Engine. Also, wir stellen hier mal die Truhe hin, packen mal alles rein. Und dann müssten wir eigentlich als erstes uns eine neue Engine besorgen und Treibstoff. Wir können zwar ein bisschen mit dem Lagerfeuer so vor uns hindüsen, aber ja, fliegen wir mal los, würde ich sagen. Los geht's, da fliegen wir davon. Das ist so cool einfach. Ich liebe es zu fliegen. Und sie fliegt sogar von alleine, das ist so gut. Oh, okay, was brauchen wir also? Wir müssen hier eine Engine hinstellen, eine Werkbank brauchen wir. Und vor allem Baumaterial. Tschüss, mein trautes Heim. Oh, guck mal. Wir müssen ein bisschen hoch hinaus. Ein fliegendes Haus, okay. Sieht aus, als wäre es verkehrt herumgebaut, ne? Auch irgendwie lustig. Der Ballon wackelt ganz gut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht oben ans Dach komme, ne? Okay, da, guck mal. Da kommt man, glaube ich, dran. So, jetzt wieder ein bisschen zurückschaukeln. Das ist ja wie in der Führerscheinprüfung hier. Okay. Ist das jetzt... nicht ganz reingepackt, aber geht, ne? Gucken wir mal. Aha, sieht aus wie ein Händler, ne? Oh, schnieker Typ. Aber was haben wir denn hier? Eine Lampe. Die können wir an- und ausmachen. Cool. Und ich habe gesehen, wir haben hier einen Computer, ne? Da müssen wir auch mal gucken. Aber erstmal Bücherregal, irgendein Tisch. Sieht aus wie so... Als würde der auf Landkarten gucken oder so. Hier sind Pfeile, die kann ich nicht mitnehmen. Und hier? Oh, eine Engine. Wir haben einen Motor. Juhu! Wird gleich mal geklaut. Man findet in Kisten immer nur Questgegenstände oder Müll. Aber jetzt gucken wir noch, was hier noch drin steht. Absender, Bestellung I8. Ein Gespräch zwischen Walter und Stettler. Okay. Kannst du mir eine Engine liefern? Nein, es fliegt niemand mehr. Die Rebellen sind in unserer Zone. Echt? Sie waren bei mir und wollten wissen, ob ich sie und ihr Versteck kenne. Okay. Ob die Rebellen auch schon von der Entdeckung wissen? Und wer überhaupt ist sie? Ich bin vorbeigekommen. Na gut, egal. Wir haben eine Engine, die müssen wir jetzt platzieren. Die stellen wir hier hin. Und jetzt können wir die aufmachen und da muss noch Treibstoff rein. Und dann können wir mit unserem Ballon endlich wieder Gas geben. Mit unserer süßen, alten, kleinen Betsy hier. Aber erstmal ein bisschen Treibstoff auftreiben, ne? Und natürlich müssen wir noch ein bisschen an der Betsy rumbasteln. Das Ganze hier soll ja größer werden. Aber vielen lieben Dank, wir sind wieder weg. Das war einfach mit der Engine. Naja, man muss es ja auch nicht immer schwer haben, ne? Einfach Quest angenommen, Kiste gefunden, Quest erledigt. Fertig. So, und jetzt fliegen wir hier in den Wolken rum. Ich flieg mal wieder ein bisschen runter, würde ich sagen, ne? Das ist schon sehr hoch hier in den Wolken. Eigentlich müsste ich immer so fliegen, um zu gucken, ob ich irgendwelche Inseln sehe, wo ich anhalten kann. Oh, guck mal, die Sonne geht wieder auf. Das ist ja schön. Endlich wieder ein bisschen Licht. Die Wolken sind wieder über uns. Oh, eigentlich ist das schon cool, ne? Dass man so seine Base mitnehmen kann und so rumfliegen kann. Finde ich mega gut. So muss man irgendwie... Ja, irgendwie hat man sein Haus immer dabei, ne? Man muss nicht immer zurück. Hat die spektakulärsten Sonnenaufgänge. Oh nein, ich bin im Kreis geflogen. Gut. Ich flieg mal ein bisschen mit den Wolken, ne? Mach's gut.
Guck mal da unten. Da unten. Wir müssen runter. Wir müssen weiter runter, runter, runter. Ich komme. Vielleicht finden wir da Brennstoff. Bestimmt finden wir da Brennstoff. Das ist ein Haus. Der muss ja auch irgendwie, das ist ja kalt hier oben. Ja, gucken wir mal, wie wir hier sinngemäß andocken können. So, dann steigen wir mal aus hier. Ja, okay. Oh, da kann ich sogar dran springen. Hoffentlich. Ich glaube, ich muss hier einen Block hinbauen. Aber wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Schauen wir erstmal, was das Haus so zu bieten hat. Oh, ein Fernseher. Aber ohne Strom. Okay. Was haben wir hier? Eine Kühlbox? Okay, ist ja cool. Hier, alles leer. Natürlich, wie immer. Es sind immer alle Kisten leer. Was haben wir hier oben? Aha, auch kein Strom. Ja. Auf jeden Fall war er mal mit der Außenwelt verbunden. Oder sie, ich weiß nicht, wer hier wohnt, aber... Oh, das ist ein Hologrammpad. Ich würde sagen, dann gucken wir uns das Hologramm mal an. Ich kann das nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Das ist meine letzte Nachricht. Ich wollte, dass alles wieder wie früher wird. Dass wir glücklich leben auf einem Planeten, der es lebenswert ist. Aber die Menschen, die haben sich alles genommen. Alles. Gier, Macht, Sucht nach noch mehr. Es hat unsere ganze Lebensgrundlage zerstört. Und hier oben, ich habe alles dafür getan, dass es wieder wie früher wird, aber das ist vorbei. Und haben die Menschen ausgelernt? Nein. Ich kann nicht mehr. Es ist alles zu viel. Mich würde auch mal interessieren, wie die Welt früher war. Aber das heißt für uns, wir können alles mitnehmen. Erstmal hinsetzen, schön Fernsehen gucken. Der braucht das eh nicht mehr. Aber bevor wir jetzt hier einfach das Haus auseinanderreißen, gucken wir mal, was die Insel so zu bieten hat. Auf jeden Fall Baumaterialien, das ist schon mal gut. Was zu essen? Ein Kessel mit Wasser, auch gut. Was passiert eigentlich, wenn ich den Kessel abbaue? Also, da ist ja Wasser drin. Kriege ich dann einen Kessel voll Wasser oder ist das Wasser einfach... Das Wasser ist einfach weg. Gedespawned. Okay, aber wir nehmen trotzdem alles mit, ne? Wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können, weil unsere Betsy ist ja noch klein. Wir können zwar später auf der Betsy anbauen, aber bis jetzt... Und deswegen nehmen wir mal den Baum hier auseinander. Dann kriegen wir ein bisschen Bauholz. Oh, wie ich so Riesenbäume nicht leiden kann, ne? 2, 1, das war's. Jetzt, oh nein, das war's nicht. Och, nicht dein Ernst, warte. Komm ich da dran? Bitte, bitte. Oh, Zäune nehme ich auch alle mit. Fackel weiß ich noch nicht. Ich frage mich ja, ob da Sachen wachsen, während die rumfliegt. Das fände ich mega cool, wenn das funktioniert. Und guck mal hier. Oh, Kohle, 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 Kohle. Dann haben wir doch unseren Brennstoff. Juhu, wir haben unseren Brennstoff. Wir haben unser... Oh, ich muss aufpassen, was ich hier abbaue, ne? Weil nicht, dass da irgendwie so ein Loch ist und dann falle ich einfach nach unten. Und das war's mit unserer Reise. Da war die sehr, sehr lang. Ein Ofen. Fledermaus. Okay, da ist auch nochmal Kohle. Will ich da unten rein? Will ich da unten rein? Ich weiß nicht, ob ich da unten rein will. Wenn jetzt ein Skelett schießt, bin ich weg. Okay. Ganz viele Fledermäuse hängen hier. Hallo, na? Wie geht's euch? Das ist irgendwie cool und beängstigend zugleich, ne? So fliegende Inseln. Aber wir haben unsere Kohle, das ist schon mal gut. Und wir müssen noch ein bisschen Stein mitnehmen. Das machen wir dann auch hier oben besser und nicht unten. Und dann bleibt uns nur noch die Hütte. So, die Schlossallee ist wieder frei geworden. Wer will? Und wir haben das hier und... Oh, das gehört noch dran. Und das alles eingesammelt. Unsere Axt ist auch fast hinüber. Wir müssen also endlich gucken, wie wir daraus mal eine funktionierende Basis machen. Also nicht nur ein fliegendes Haus, sondern wirklich eine Basis. Und dann müssen wir erstmal... Oh, erstmal gucken, komme ich hier... Kann ich hier... Warte mal. Ich komme hier tatsächlich hoch. Das ist ja cool. Gut angehalten. Gut angehalten. So, wie bauen wir das hier aus? Als erstes machen wir mal hier eine Kiste hin, damit wir ein bisschen Platz haben.
Also, oder ein bisschen Platz kriegen, besser gesagt. Holen die Kiste hier auch noch ab. Okay, ist das... Oh, wie gut. Mit dem letzten Schlag. Das ist ja gut. Und nehmen uns erstmal die Eichenstimme. Ich glaube, das ist so das Entscheidendste, weil wir haben keine Fichte, um hier irgendwie mit Fichte weiterzubauen. Und dann würde ich, glaube ich, vorne, also beim Steuerkreuz nach vorne würde ich anbauen und hier nach hinten. So ein bisschen Zeppelin-mäßig, oder? So, Engine erstmal weg. Oh, wenn die runtergefallen wäre. Jetzt müssen wir hier so erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache hier. Cool, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich glaube, ich mache hier so einen Bogen, als wäre das hier so eine Kabine und dann kommt die nächste Kabine. Und so, dann haben wir wieder so ein 3x3-Feld. Dann käme hier wieder so ein Durchgang oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding danach fliegt oder nach hinten umkippt oder so. Vielleicht müssen wir Gleichgewicht halten. Dann muss ich ja vorne bauen. Ich hab wirklich Schiss, hier runterzufallen, ne? Aber ich baue einfach ziemlich ähnlich. Also hier kommt jetzt nochmal so eine Kammer hin. Aber ich habe eine bessere Idee. Warte mal, hier hinten? Hier hinten kommt meine Schlafkajüte quasi hin. Genau, pass auf, da mache ich dann hier unseren Sessel und Fernseher. Dann können wir einfach ein bisschen... Können wir ein bisschen Fernsehen gucken, während die fliegt ja von alleine, die Betsy. Bisschen Pause machen, im Sessel schlafen, ist gemütlicher wie auf dem Boden. Computer so, dass man sich da hinstellt und rangeht. Und der Fernseher so. So ein bisschen Entspannung, Fernsehen gucken. Ich glaube, einen Baum anpflanzen tue ich erstmal nicht, oder? Ich habe wirklich Angst, dass das Ding dann einfach in irgendeine Richtung umkippt, wenn so ein Baum wächst. Das wäre halt echt uncool. Okay. Jetzt haben wir hier hinten quasi so ein bisschen den Living Room und unsere Engine. Und nach vorne muss Lagerraum, bisschen Crafting, Brücke. Und in die Mitte muss Crafting, bisschen Lagerraum, ne? Ich mach so ein bisschen Cockpit-mäßig hier vorne, ne? Wir haben jetzt hier wieder so ein 3x3-Ding. So Treppen. Ich hätte gerne normale Treppen. Hä? Okay. Das ist mir auch neu. Und dann machen wir hier auch einfach Stufen. Wir haben sowieso keine Wahl. Wir haben noch nicht so viel Material, dass wir hier irgendwie bauen können, wie wir lustig sind. Deswegen müssen wir ein bisschen bescheiden sein. Ja, dann mache ich hier Treppe, Treppe. So, dass man sich hier hinstellt und hier kommt das Steuerrad hin. Aber bevor ich das abmache, weil damit hat alles begonnen, lande ich irgendwo. Hey, guck mal, wie cool das schon aussieht. Wie cool ist das denn bitte? Und alles, oh, alles fliegt mit. Das ist so gut. Ich will mal was ausprobieren. So, jetzt sind wir ein bisschen in der Luft. Und wenn wir es jetzt abbauen... Okay, oh, ja, es fällt zu Boden. Ist gut, dass wir gelandet sind. Es fällt zu Boden. Oh, okay. So, das heißt, das hier muss weg. Und hier muss es jetzt hin. So, da vorne. Hier steht man jetzt und kann dann... Und irgendwann brauchen wir einen Navigationsraum. Die Sterne bewegen sich ja, ne? Ich werde die ganze Zeit seekrank, weil wenn ich nach hinten gucke, da gehen die Sterne runter, hier gehen sie hoch. Ich denke die ganze Zeit, das Schiff schaukelt. Ah, schaukelt das Schiff wirklich nicht? Nein, sieht alles gut aus. Oh, das ist ja fies. So, packen wir mal wieder alles weg. Außer unserem Brennstoff. Wir haben ja den da. Warte, wir gucken erstmal, wie schnell sind wir ohne Engine. So, und wenn wir jetzt fliegen... Guck mal, das ist unsere Geschwindigkeit. Nicht so schnell, ne? Ja, wir sind schon merkbar schneller. Wir sind schon merkbar schneller, aber ich glaube, wir brauchen ein paar Engines. Eine wird nicht reichen. Mach's gut, Insel. Wir kommen nicht mehr wieder. Ja, auf zur nächsten Insel, ne? Wir haben eine lange Reise vor uns.